Heute ist der große Umzugstag. Ich zeige euch jetzt mal die leere Wohnung. Hier hinzukommen war ein Pain in the ass. Sonntag, heute ist der große Umzugstag. Ich nehme meine kleine Bettdecke und mein Kissen, also ich habe zwei mit, ich nehme beide mit, weil falls wir Gäste kriegen, dann haben die auch eine ordentliche Decke und ein Kissen. So, nächstes Wochenende kommt meine Mama auch schon direkt. Sie übernachtet zwar da nicht, aber sie wollte sich halt die Wohnung und so anschauen und heute wird das uns zu spät. Also die Schlüsselübergabe ist heute erst um 5 und deswegen gehen wir erst so spät los heute. Und dann Anfang August kommt dann ein Freund von uns, also von meinem Freund und von mir, mit dem wir auch in der Schule waren. Und er schaut sich dann auch die Stadt an und übernachtet dann auch bei uns. Ich habe mir auch noch ein paar Folgen Gossip Girl runtergeladen, damit ich die gleich schauen kann im Zug. Wir haben jetzt 7:45 und wir sind jetzt in der neuen Wohnung. Hier hinzukommen war ein Pain in the ass. Wir waren nämlich, also wir haben einen Transporter gemietet, wo aber nur 3 Sitze waren. Deswegen bin ich mit dem Zug gefahren, weil wir zu 4 waren insgesamt. Und auf die Deutsche Bahn ist leider nie Verlass. Also ich habe jetzt 5 Stunden gebraucht für eine 2,5-stündige Fahrt eigentlich. Aber wir sind jetzt da, wir haben auch schon gegessen. Mein Dad hat Kürbissuppe gemacht und die haben wir mitgenommen. Und ich zeige euch jetzt mal die leere Wohnung. Also was heißt hier leer? Wir haben halt schon alles an Kram, was wir dabei hatten, hochgeräumt. Und das steht jetzt hier, deswegen ist die Wohnung nicht komplett leer. Aber die ist noch nicht eingerichtet. Außer das WLAN, das haben wir direkt eingerichtet. Okay, man kommt hier rein und hier haben wir unseren kleinen Flur. Wir haben generell einige Möbel von unseren Vormietern übernommen, sieht man da schon. Aber wir fangen hier links an. Hier ist das Schlafzimmer. Und hier ist zum Beispiel auch noch ein Schrank. Und wir haben überall riesige Fenster. Das ist so schön, weil die Wohnung mega hell ist. Hier ist einfach das Schlafzimmer. Nebenan das Bad. Wir haben sogar, das ist ein richtiger Luxus, eine Waschmaschine in der Wohnung. Hier ist dann Spiegel. Das Waschbecken und dann geht's ins Wohnzimmer. Genau, den Esstisch, die Stühle haben wir auch übernommen, das Sofa, ich finde das so schön. Und wir haben sogar einen kleinen Balkon. Ach, das ist wirklich cool. Wir saßen auch schon vorhin draußen und haben da die Kürbissuppe gegessen, weil es noch nicht geregnet hat. Und gerade stehen hier Paletten. Wir haben auch eine Matratze dafür. Wir lassen das auf jeden Fall erstmal fürs Erste so. Wir haben überlegt, ob wir irgendwie noch 2 Stühle und einen kleinen Tisch holen, weil wir halt nur hier an der Seite einen Tisch haben. Da kann man halt nicht richtig drauf essen. Wir haben es nicht eilig damit. Wir lassen es auf jeden Fall erstmal so. Und hier vorne ist auch noch ein kleiner Blumenkasten. Und ein Fenster. Das Fenster führt in die Küche. Da gehen wir jetzt als Nächstes hin. Und zu guter Letzt haben wir die Küche mit 2 Arbeitsflächen. Ah nee, hier haben wir auch noch eine Tür. Hier haben wir so eine kleine Abstellkammer. Die ist größer als man denkt, weil die tief reingeht. Das ist die Matratze für die Paletten auf dem Balkon. Und ein kleines Regal steht da auch noch. Das war's. Es ist wie gesagt schon ziemlich spät. Also es ist jetzt so 8:15 oder 8:30. Und wir fangen jetzt einfach an mit dem Schlafzimmer, weil wir da halt heute noch schlafen. Wir räumen jetzt die ganzen Sachen raus, wischen einmal über den Boden, machen alles sauber und den Rest machen wir dann morgen. See ya! Heute ist Montag und wir haben gestern noch meinen Schreibtisch aufgebaut und meinen Stuhl
Und ich saß hier vorhin schon so ein bisschen dran. Und ich finde den Tisch so nice, dass ich den Tisch so hoch einstellen konnte, damit ich nicht immer am Laptop sitze und richtig weit runter auf dem Bildschirm gucken muss, sondern da saß ich so. Und ich kann natürlich auch komplett im Stehen arbeiten. So, so, so cool. Als wir bei Ikea waren, haben wir auch einen Raum gesehen, wo die in der Küche auch so einen höhenverstellbaren Tisch als Kücheninsel benutzt haben. Das war auch eine mega coole Idee, weil dann kann man das als Arbeitsfläche benutzen, Sachen schneiden. Aber man kann den Tisch dann auch richtig als Esstisch benutzen und runterfahren. Und hier ist der Stuhl. Sehr gemütlich und schick. Und ich habe auch noch solche Haken bekommen. Die kann ich hier an die Seite von meinem Tisch tun oder auch da hinten. Und dann kann ich Kabel oder sogar Kopfhörer hier dranhängen. Mein Freund musste heute nochmal kurz zurück, weil er kommt heute Abend wieder. Und solange mache ich die Wohnung weiter sauber. Also wir gehen jeden Raum erstmal komplett durch, bevor wir die Möbel richtig einräumen. Und ich fange mit dem Badezimmer an. Hier am Spiegel war noch so ein Spruch, shut up, you look good. I mean, it's kind of cute, aber not our thing. Deswegen haben wir gestern schon angefangen, das abzumachen. Und ich finde es so schön, wie hell es ist. Ein kleines Update vom Bad. Ich finde, soweit sieht es ja ganz gut aus. Ich habe eigentlich noch so kleine pastellfarbene Körbchen für meine Skincare-Sachen, aber ich weiß nicht, wo das Körbchen ist. Also es ist in einer von den ganz vielen Kisten. Deswegen suche ich jetzt nicht extra danach, aber wenn ich es finde, packe ich die da rein. Hier ist natürlich unsere super coole Krokodil-Badematte. Und dann haben wir noch so ein Eckregal für unser Duschzeug. Ich dachte eigentlich, hier wäre ein ganz guter Platz, so in der Höhe von der Fensterbank. Aber diese Saugnäpfe, die halten nicht, weil über die Fliesen nochmal drüber gestrichen wurde mit Farbe. Und deswegen hält das jetzt nicht. Also die sind nicht glatt genug leider. Auf der anderen Seite würde es klappen. Da sind aber die Handtücher. Deswegen überlegen wir uns das heute Abend nochmal zusammen. Aber soweit ist das Bad erstmal dann. Yay! Ich mache jetzt in der Küche weiter und fange damit an, das ganze Besteck und Geschirr, das wir neu geholt haben, in die Spülmaschine zu tun. Wir haben jetzt von meinen Eltern so ein richtig, richtig fancy Besteckset von WMF. Die Teller und so sind von Ikea, die habe ich euch schon mal gezeigt. Das hier sind unsere Pfannen, die sind echt, echt schwer. Ich weiß nicht, wie viel die wiegen, steht das hier. Die sind auch ultra gut, also das sind Nonstick Pans und meine eine Schwester hat die auch. Bei ihr habe ich die schon ausprobiert und ich bin echt überzeugt, da bleibt wirklich nichts drin hängen. Die sind zwar spülmaschinenfest, aber ich wasche die trotzdem erstmal mit der Hand. Und dann haben wir hier ein, ich glaube, 5er Set von WMF Töpfen. Wir haben einfach so eine große Spülmaschine und wundert euch nicht, warum die so ein bisschen schief hier in der Küche steht. Es liegt daran, dass sie sonst wegen der Heizung nicht aufgehen würde. Dienstag 9 Uhr und ich gebe euch mal ein kleines Küchenupdate. Also ich zeige euch alles, was ich gestern nicht mehr mitgeblockt habe. Ich habe ja Klarspüler gebraucht, habe ich das erzählt? Ich glaube nicht. Ich konnte die Spülmaschine nicht direkt anmachen, weil Klarspüler gefehlt hat. Das musste ich nachfüllen. Hatten wir nicht, deswegen war ich irgendwann noch einkaufen, habe noch ein paar Lebensmittel geholt. Also im Kühlschrank ist jetzt ein bisschen was drin. Nicht viel. Aber ein bisschen und Hafermilch auch. Ich habe meine neue Kaffeemaschine ausgepackt. Da mache ich mir gleich auch direkt einen Kaffee. Ich habe mit so einer coolen Labelmaschine ein paar Sachen gelabelt. Ich zeige euch das mal. Also eigentlich wollen wir Vorratsgläser labeln, so wie das hier. Aber wir haben noch nicht alle Gläser bestellt. Deswegen habe ich das auch hier einfach gemacht. Hier haben wir Oils and Spices. Auf der anderen Seite haben wir Glasses, Cups und Mugs. Und genau, hier sind die ganzen
Teller und Schüsseln, die aus der Spülmaschine kamen. Und ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee in meiner neuen Kaffeemaschine. Ich glaube, ich nehme heute die lilane. Die Schubladen habe ich übrigens auch schon befüllt. Das ist erstmal nur temporär so, bis wir einen Behälter haben, wo wir den Schneebesen, die Spatula und so weiter reintun können. Oh, und ich habe hier richtig süße Teelöffel von Sostrene Grene gefunden. Die sind so süß. Also das hier werden meine Tee-, Kaffee- und Matcha-Löffel. Vielleicht auch Eis. Hier ist auch ein bisschen Food drin. Hier auch. Und hier habe ich so Tüten gestasht und so ein kleines Pantry aufgebaut. Diese Gläser nicht auch einfach super, super schön. Es ist jetzt kurz vor drei. Ich bin gerade dabei, ein Video zu schneiden und beende an der Stelle jetzt auch den Vlog. Wir haben heute zwar noch viel erledigt, also wir haben das Wohnzimmer aufgeräumt, sauber gemacht und sind dabei, das einzuräumen. Wir haben jetzt gerade auch die Waschmaschine angeschmissen. Also wir haben einiges geschafft. Ich nehme euch weiterhin mit. Entweder starte ich heute Abend einen neuen Vlog oder morgen. Aber ich hoffe, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst dem Video gerne einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Bye.